Ja, meine lieben Freunde, und damit wieder hallo und ein recht herzliches Willkommen hier zurück zur nächsten Folge vom Projekt Dungeons, Dragons and Space Shuttles. Ja, wo wir ja in der letzten Folge stehen geblieben waren und wir waren natürlich immer noch auf der Suche nach, Sugarcanes. Okay. Gut. Nichtsdestotrotz, meine Fresse, machen wir jetzt hier weiter. Wir hatten ja erst zweimal Sugarcanes gefunden, sind natürlich jetzt hier in einem Eisbiom, was natürlich richtig gut ist. Macht sich echt gut, weil man in einem Eisbiom echt sehr, sehr gut Sugarcanes finden wird. Wow. Guckt sich das mal an, ein Schiff. Okay, gut, das heißt, das ist gar keine so schöne Idee, jetzt hier lang zu laufen. Ach, ja, okay, dann laufen wir also erstmal in diese Richtung, in der Hoffnung, dass wir hier hinten noch ein neues Biom finden. Eins, was nichts mit Wüste oder, na gut, Wüste wäre nicht ganz verkehrt, aber was nicht mit, na, Schnee zu tun hat, so rum. Aber ich glaube, hier hinten kommt groß viel Wasser. Das heißt, da werden wir wohl auch nicht sehr fündig. Bedeutet, wir müssen irgendwo eine Möglichkeit finden. Weil hier am großen offenen Meer wirst du kein... Oh, okay, ich habe nichts gesagt. Da hinten ist welches. Gut, okay, ich habe schon nichts gesagt. Ich bin schon gleich da. Gut. Und zwar Zuckerrohr wollten wir haben. Da hinten ist noch welches. Das heißt, wir haben die Quest gleich fertig. Wow, ein Schleim. Wo kommt der Schleim her? Ist ja gar keine Schleiminsel in der Nähe. Okay. Ja, warum nicht? Was schmeiße ich denn weg hier? Die Leaves, Bräuni. Ja gut, keine Ahnung, warum jetzt der Schleim gerade auf meinem Kopf saß. Wie auch immer er dahin kam, ohne dass er mir Damage gemacht hat. Weil meistens ist es ja so, wenn, dann machen ja Schleime immer Damage. So, gut. Damit hätten wir diese Quest auch erledigt. Wie wundervoll. Hatten wir zwar eigentlich gar nicht vor, aber gut. Was nehmen wir denn? Sugarcanes, Framestairs oder eine Chocolate Cake? Also ich wäre ja für... Oh, warte mal, Oak Chests. Ja, die Chests waren, glaube ich, leicht. Ich glaube, wir nehmen den Kuchen. Einfach aus dem Grund... Ach so, nee. Wo ist der Kuchen? Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ja, ich bin ja voll. Fiel mir ja mal gerade auf. Gut, wartet mal, was nehmen wir weg? Beziehungsweise, was schmeiße ich weg? Reisseed. Ja, ich glaube, die Reissamen werde ich wegschmeißen, weil ich glaube, die haben wir. Genau. Das heißt, wir sind damit durch. Wir laufen wieder nach Hause. In der Hoffnung. Ja, der Kuchen, den ich jetzt noch nicht essen möchte. In der Hoffnung, dass wir jetzt mal so langsam, aber sicher... Sepp kriegen von dem guten Setzling, den wir ja gefunden haben, beziehungsweise gepflanzt haben. Damit wir ja uns Stück für Stück nun langsam aber sicher mal in Richtung Tinker's Construct aufmachen können. Um dann auch irgendwann mal bessere Tools zu haben, weil das ist ja nun mittlerweile schon nicht mehr schön. Die ganze Zeit hier mit Steinwerkzeugen zu hantieren, die nicht mal wirklich lange halten, was ja rein logisch ist. Jetzt muss ich aber auch schon mal wirklich gucken, Alter, wie weit sind wir denn gelatscht? Sind hier und, ach ja, wir sind ja hier, ach Gott. Ja, okay, wir sind doch ein ganzes Stückchen gelatscht, Mensch. Hätte ich gar nicht gedacht, dass wir so weit sind. Aber gut, wir haben jetzt Zuckerrohr.
Den müssen wir jetzt gleich mal sehen, dass wir den anbauen. Einfach damit wir dann auch Zuckerrohr da haben. Für später, für Papier. Ist immer ganz gut, Papier da zu haben. Oder auch für Zucker. Oh ja, da hinten ist der schöne Drache. Den lassen wir aber jetzt gerade mal wirklich im wahrsten Sinne des Wortes links liegen. Der Drache soll da hinten Drache bleiben, weil... Nee, also mit dem Drachen will ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht anlegen. Hatte ich jetzt noch nicht so vor, weil... Oh, wow. Es ist ja schön, hier ist ein Bett drin gewesen, oh Mann. Und eine Torch. Okay. Also eine Redstone Torch. Na gut. Egal. Wir gehen trotzdem jetzt hier weiter. Da ist ein Bötchen. Da hinten ist. Wow. Oh ja. Halt die Backen, halt die Backen. Ich bin weg. Ich hoffe, ich bin schnell hier noch weg. Denn ja, ich hatte gesagt, ich will weg und ich wollte keine Schleime haben, Mann. Alter, oh Gott, das ist jetzt so ein hässlichen, hast du so ein hässliches Skelett hinter dir herrennen? Ich mag nicht. Nein, Mama, nein, bitte nicht. Gut, egal. Haben wir ihn abgehängt? Ich hoffe es. Ja, sieht gut aus. Jo. Wow. Ein viel zu schneller Creeper, Mann. Wow. Okay. Oh. Okay. Ein gestohlenes Präsent. Okay. Nehme ich doch an. Ich meine... Keine Ahnung, ob das gut oder schlecht ist. Das werden wir sehen. Genau. Heidewei, das ist ja hier gerade richtig... Ach nö. Ach, muss das sein? Jetzt haben wir auch noch hier so einen hässlichen, komischen, schwebenden Feuerdrachen oder feuerspuckenden Drachen rumrennen. Ach Mann. Sieht er mich hier? Ich hoffe nicht. Ich muss doch nur wieder nach Hause. Ich sehe schon mein Zuhause. Ich hoffe nur, ich komme da auch heil an. Was haben wir hier? Salz, ne? Ja, Salz brauchen wir gerade nicht. Was ist das? Okay, das sind noch solche Beeren zum Essen. Gerade gucken, wir haben ja diese Maloberries. Ess schon mal ein paar von. Lalalala. Okay. So. Hätten wir das? So, hier haben wir das Dorf. Das heißt, wir sind gleich wieder zu Hause. Freu. So, und dann gucken wir mal. Ich hoffe mal, wir werden... Ach! Ach, was ein... Ach, was ein glücklicher Zufall, ne? Also, ich meine ja, wie kann das denn sein? Guck doch einmal an hier. Zwei Set braucht man, ne? Toll. Ja gut, was schmeiß ich denn weg? Verdammte Axt. Komm hier. Einmal. Hat der noch irgendwo Set? Bitte, bitte, bitte. Wahrscheinlich natürlich wieder mal nicht. Oder hier oben irgendwo? Nein. Ja, natürlich hat er keinen Zap. Aber hier ist noch einer, gut. Warte mal. Ah, da. Tada. Okay. Gut. Wie viel Zap braucht... Ach nee, wir brauchten ja keinen Zap. Ah, stimmt. Wir mussten ja aus dem Zap noch... Ja. Alles klar. Mein Fehler. Aber, hätten wir doch den Dings gar nicht gebraucht. Das ist, ich hab da gar nicht, ganz ehrlich, ich hab da gar nicht hingeguckt.
Ich wusste nicht, dass wir dort das Zeug haben. Egal. Wir sind rechtzeitig zur Nacht wieder zu Hause. Was gut ist, weil dann können wir pennen gehen. Und am nächsten Morgen wieder was machen. Ohne hier diese ganzen Monstren. Es wäre natürlich schön, wenn jetzt hier Oma Sepp gewachsen wäre. Ja, krass, nice. Das ist aber schön, ne? Es klappt doch. Zumindest, ja doch, da oben. Sechsmal Sepp. Siebenmal Sepp. Gut, ich glaube sieben Sepp. Bäh. Alter, großer Leck. Achtmal Sepp, ja, das reicht. Also ich glaube, damit können wir erstmal eine Weile was machen. Da kommen wir auf jeden Fall in der Quest weiter. Aber wir gehen jetzt kurz pennen. Dann haben wir das weg. So. 8 Zepp. Die schmeißen wir jetzt hier oben rein. Das Präsent. Kann man das öffnen? Hä? Ein gestohlenes Präsent. Ja, Nestler. Drei von den gestohlenen Präsenten muss ich dann dem Santa geben. Und der wiederum gibt mir Green Wrapping Paper. Okay. Okay, also sammle ich jetzt sozusagen. Also gibt es diese Präsente wohl wahrscheinlich jetzt öfter. Okay, gut. Na gut, was soll's. Nicht so schlimm, kein Problem. Kriegen wir hin. So. Die ganzen Hämmer bleiben dann mal hier. Der bleibt auch hier. Der Seedbag bleibt hier. Meine Herren. So viel. So, genau. Und wir kriegen Sepp raus. Quatsch. Sepp Rubber. Haha. So. Aber warum habe ich die Quest noch nicht abgeschlossen? Wahrscheinlich, weil ich erstmal auswählen muss, was ich für die Quest haben will. Moment, wir gucken. Ja, doch, fertig ist er. Aber er will. Ach so, ich muss ihn nur noch claimen. Das ist gut. Zack. Cool. Wir sind dem Ganzen einen Schritt weiter. 6 Redstone brauchen wir. Als nächste Quest. Verdammt, wir haben bloß 2. Ach ja, ich ahne es. Ich ahne es. Wir werden in die Mine müssen. Ich weiß gar nicht, wo waren wir eigentlich meinen? Habe ich irgendwie noch gar nicht mehr so im Kopf, wo ich damals meinen war. Das Ding ist einfach, wir brauchen mehr Platz. Ja, was zu essen mitnehmen ist nie verkehrt. Das Rubber weg, das weg, das weg, die Setzlinge weg. Das behalten wir. Den Rubber, ja, lassen wir hier, brauchen wir nicht. Die Garlic Seeds weg. Das Essbare nehmen wir alles mit, weil wir wissen nicht, wann wir wieder mal an Essen kommen. Das nehmen wir mit. Die Tree Tabs bleiben hier. Weil die brauchen wir nicht in der Höhle. Nützen mir da auch nichts. Ja, hier haben wir noch 2 Stone Torches. Wow, Torch Error. Okay, wir haben auch ein paar Eimer. Ich glaube, ich sollte mir einen Eimer mit Wasser mitnehmen. Einfach aus dem Grunde, dass ich nicht sterbe. So, okay. Wo habe ich denn damals. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich meinen war. Ich weiß, dass ich irgendwo eine Mine hatte. Oder war die. Ach, hier hinten. Ja, genau, jetzt weiß ich es wieder. Ja, gut, hier war das. Okay. So, Redstone, mein lieber Mann. Ach so, ich bin nur doof. Warum habe ich denn jetzt mir nicht. Warum habe ich mir meinen Hammer nicht mitgenommen? Das Problem an der ganzen Geschichte ist, und ich glaube, da werden wir wohl nicht drum herum kommen. Wir brauchen noch nicht in die Höhle gehen, weil Redstone, ich weiß gar nicht, wie ich damals an das Redstone gekommen bin, aber Redstone kannst du ja nur mit Eisen abbauen. Oh, genau. Findet man wo? Zwischen 0 und 10. Naja, gut.
Kannst du aber wirklich nur mit Eisen. So, jetzt gucken wir uns mal gerade an, weil ich glaube, ich habe eine ganz böse Vorahnung. Pickaxe. Okay, Iron. Emori-Kristall? Da. Eine Eisenpickaxt muss im Blacksmith Worktable hergestellt werden. Stimmt, und da war ja mein Problem, glaube ich. Das heißt, wir brauchen 2, 4, 6, 7 mal Eisen. 5, nee, 4 Sticks. Ja, und dann brauchen wir 12 mal von diesen drei Sachen. Ja, und, ach nee, und wir brauchen noch Methangas. Ach du Heiliger. Okay. Das Teil, Moment, können wir das ohne Probleme abbauen, um es umzusetzen? Das ist gut. So, weil wir haben ja erst einen von diesen Burnern. Wir brauchen 11 weitere. Ach du Heilige, gut. Das heißt, Moment. Wie kamen wir nochmal auf Methangas? Wir haben 10 Eisen. Wahrscheinlich dürfen wir nachher noch Eisen farmen gehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wow, wir haben drei Eisen übrig. Diese Iron Burners, wie werden die denn gemacht? Diese schönen Teile. Ach du Scheiße. Gut, okay, wir werden also Eisen benötigen, meine Freunde. Wir müssen also Eisen farmen gehen. Haben wir denn irgendwas, was haltbar ist? Also ja gut, Eisen ist mir ja schon klar. Eine Durability von 250. Holz hat eine 59er. Die hat eine 131er. Naja, toll. Diamant können wir nicht. Gold 32. Emerald 2000. Oh. Obsidian 8000. Aber die werden wir nicht haben. Ach du. Ach, Heimene, Scheibendreck. Okay, wir können die gar nicht herstellen, fällt mir mal auf. Redstonia, genau, wir brauchen dafür also. Oh Gott. Okay. Gut. Naja, gut, dann würde ich sagen, andere Taktik. Eisen bleibt hier, das Ding bleibt hier. Ja, wir müssen doch meinen gehen. Huch, meinen gehen. Wir nehmen aber die Hämmer mit. Weil dann könnten wir vielleicht Glück haben. Ich weiß gar nicht. Gab es hier. Wie hieß das gleich nochmal? Oh. Meiner. Oder. Meiner. Hä? Oh. Excavate. Nee, Excharger. Ohr? Nee. Ach, gibt's hier kein Ohr-Excavate? Das ist aber blöd. Naja, gut. Das heißt, wir müssen das ohne Ohr-Excavate irgendwie schaffen. Wir brauchen also mehr Eisen. Viel, viel mehr Eisen. Müssen wir mal gleich gucken. Wir gehen auf jeden Fall erstmal in die Mine und dann werden wir wohl mal ein wenig meinen gehen, ein paar Tage. Also Untertage. Hier ist schon mal nichts Eisiges mehr. Hier haben wir eine Workbench von mir. Ja, eine Spitzhacke. Ich glaube, die kann ich ja noch mal erstellen. Die war ja nicht so schwer. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das war ja das komische Gelumpe. Stimmt. Das war ja die Scheiß. Aua, das war das nicht die Scheiß Schlucht? Bin mir gar nicht mehr sicher. Aber irgendwas sagt mir, dass das hier nicht gesund war. Ah ja, stimmt. Netherquarz, okay. Autsch. Ja, ich hab das gesagt. Jojojo, geh mal. Geh mal schön weg, Herr Creeper. Oh, Herr Creeper ist gestorben. Okay. Ich weiß aber auch nicht, warum meine Sounds heute so leise sind. Aua. Von wo? Alter. Also die Skelette sind real.
frage mich, warum ich überhaupt in diese Höhle gegangen bin. Wahrscheinlich in der Hoffnung, das zu finden, was ich suche. Nämlich Eisen. Huch, warum ist denn hier schon Licht? Sag bloß. Bauxit. Haben wir wenigstens mal hier Eisen? Ach du Scheiße. Ach du Heilige. Okay. Lapis. Zinn. Bauxit. Okay. Oh wow, ich habe Eisen gefunden. Ja, genau. Ist das euer Ernst? Ja, toll. Ich bin von einem, ja, von einem Tool erschlagen worden. Leute, ist das euer Ernst? Das ist, wow. Ja, toll. Ich bin sehr begeistert gerade. Irgendwie sind Alter, irgendwie sind auch meine Sounds so leise, Mann. Was ist denn nur los hier? Ach so. Deswegen wahrscheinlich. Cool. Weil die Tools einfach. Ja, genau. Die Tools haben mich einfach mal erschlagen. Geil. Gut, ich habe ja wenigstens noch ein bisschen Rüstung über. Aber. Naja. Ich glaube. Ghosty Shape. Ja, gut, ich bin noch ein Geist, klar. Gut. Dann werde ich jetzt mal gucken, dass ich vielleicht. Nein. Wir haben Nacht, das heißt, wir gehen kurz schlafen. Ja. Ich muss gucken, wie ich wieder an mein Grab komme. Ach so, Mann, ich wollte ja eigentlich überhaupt mal gucken, wie viel brauchen wir denn an Eisen nur jetzt eigentlich? Letztendlich. Das ist ja erstmal egal, glaube ich, ne? Iron. Das Ding braucht 2. Ach, der Hammer. Ach Gott, der braucht ja so viel, glaube ich. Kupfer, Elektrum, Invar, Lead, Nickel, Platinum, bla bla bla, Silber, komm, Stahl, Zinn, Mana Steel, Elementium, Tara, boah, alter Eisen. Braucht auch 2. Das heißt, wir brauchen 12. Also 48. Oh Gott. Also wir brauchen schon mal alleine einen Stack. Wow. Wow, wir brauchen einen Stack Eisen da dafür. Weil die Schere braucht er bestimmt auch genau. Na, ich sag ja. Das sind 24, 48. Ja, über einen Stack Eisen. Na, Hut ab. Also ich glaube, da werde ich wohl jetzt mal offscreen, meine Freunde, in der nächsten Zeit erstmal ein bisschen Eisen farmen, wenn ich meinen Grabstein abgebaut habe. Und ja, ich melde mich dann wieder bei euch, wenn ich das Eisen zusammen habe. Sofern ich denn nicht 5 Milliarden tausend Tote sterben werde. Was ja auch nicht so ohne ist. Denn Eisen habe ich keine mehr. Nein, ich habe bloß noch Platten. Ich habe auch von einem anderen nicht genug. Das heißt, ja, wir kommen nicht drum herum. Ich würde sagen, an der Stelle mache ich jetzt hier mal einen Cut. Fahren wir erstmal das Eisen zusammen, was wir brauchen. Ja, und dann sehen wir uns hier wieder an derselben Stelle. Und ja, dann geht's weiter. In dem Sinne würde ich sagen, euch noch einen schönen Abend. Danke fürs Zuschauen, Reinschauen und dabei sein. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.